YouTube, was geht ab? Willkommen hier mit einem neuen Vlog. Wir befinden uns auf der Autobahn Richtung München. Ich bin hier mit meinem Bruder Choban Studios, Adem Studios, Adem Choban. Wir gehen nach München, testen ein paar Food-Spots aus und schauen das Spiel Türkei gegen Georgien. Bro, was ist deine Prediction zum Game? 2-0. Ich sag sogar 3-0. Wir Türken machen nämlich das Unmögliche immer möglich. Es geht gar nicht anders. Und somit, Peace, wir sehen uns in München, wenn es soweit ist. Harry Potter, oder? Stark. Ah nein, fuck, Alter, das war Star Wars. So L oder XL? Okay. Also der hier wird gekoppt. Den gibt es zwar schon ewig. Also ich weiß auch, dass viele den tragen, aber trotzdem ist ein sehr, sehr guter Duft, oder? Nimmst du mit? Einmal mitnehmen, bitte. Der wird jetzt auch aufgesprüht. Krass. Bro, absolut nicht. I'm under the water. Please help me. Here too much raining. Ein Taste-Test von diesem unglaublichen Espresso Cappuccino. Wie undankbar hat der das gerade aufgemacht, bitte. Choban Studio. Wir sind jetzt hier bei Cinemood. Mal schauen, was die Männer so drauf haben. Aber es schaut auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Das sind so die Classic Ones mit Erdbeeren, schaut gut aus. Aber ich glaube, wir entscheiden uns hier für die Pistazien Roll. Take this. I like this one. Okay, then give me this one. Oh, das ist wie Salz, Leute. Müsst ihr euch vorstellen, das macht eure Haut einfach richtig rein. Das ist Quatsch. So, jetzt machen wir das erstmal weg. Das machen wir jetzt weg. Also du musst es jetzt wegmachen. Das ist cremig. Und schaut jetzt, was passiert, Leute. Ja, das machen wir eigentlich nicht so. Wow. Wie neu geboren einfach. Wenn ihr bei Rituals seid, unter dem Wunderbaum, könnt ihr eure Hände waschen. Das ist wirklich ein Traum. Also sagen wir jetzt, wir gehen in den zweiten Stock. Und wenn jetzt im zweiten Stock unser Auto nicht mehr sein sollte, was machen wir dann? Ist es das zweite? Ja. Ah, dann müssen wir raus. Also, fertig. Wir sind jetzt bei Paulana. Essen hier jetzt gut. Ich zeige euch gleich, was wir bestellt haben. Wir haben uns Schnitzel mit Pommes bestellt. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Ich gebe ein Rating ab. Schaut mal, wie geil es hier, by the way, ausschaut. Am Oktoberfest hier in München ist hier immer die Hölle los. Also hier ist so viel los. Hier findet man absolut keinen Platz. Jetzt ist natürlich alles leer hier, weil es nichts zu feiern gibt. Also Leute, das Essen ist da. Erstmal hier, wir haben Putenschnitzel geholt mit Pommes, Heidelbeeren, Marmelade. Schauen wir das da drauf. Soll ich mal das, mein First Bite? Boah, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Hört mal nur, wie crunchy das Ganze ist. Ich feiere das unnormal so, wenn es so crunchy ist und die Fleischschicht nicht zu dick ist. Guten Appetit, mein Bruder. Lass dir schmecken. Das muss ich jetzt kurz loswerden. Diese Soße, Digga, überragend. Das ist so eine Knoblauchsoße. Digga, die schmeckt geistes. Wenn ihr hier seid, holt euch auf jeden Fall die Knoblauchsoße, egal zu was sie ist. Also wirklich, die ist crazy gut. Wir sind fertig mit Essen. Ich würde sagen, das Ganze war so eine 7,5 von 10. Was sagst du, Bruder? Solide 5. Solide 5? Ja, war jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Wir sind jetzt hier mit dem Inhaber von Hypenitz. Bro, eine Frage an dich bezüglich dem Spiel von heute, Türkei gegen Georgien. Was ist deine Prediction? Ich sag 2-1 Türkei. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Was anderes wäre auch nicht akzeptabel. Ich habe auch keine Ahnung von Fußball, aber ja. Ich gönn's der Türkei. 2-1, stark. Blanta Durst. Oder sagt man Durst? Durst. Im Olympiapark angekommen und ich sag euch direkt, wenn wir heute verlieren sollten, kracht's komplett. So eins, oh mein Gott! Thank you.
hier gab es Bierduschen. Kommen wir zum Nachtisch, haben wir natürlich nicht vergessen, hier von Cinemood. So schaut das Ganze hier aus. Und machen uns gemeinsam ein bisschen locker. Gelungener Nachtisch. Geil ist, dass das Teigige hier sehr soft ist. Euch bitte nach dem Spiel sind die hier mit Straßenklamotten noch am Kicken. Am Beleidigen und richtig ernst Fußball spielen, Alter. Der Mann hier mit Jeanshose. Ich muss ehrlich sagen, an alle Münchner, die Anlage ist übertrieben geil. Hier kann man 1 gegen 1 zocken, gibt viele Foodspots. Also man kann wirklich viel machen hier auf dem Gelände. Ist auf dem Olympiapark und sehr zu empfehlen. Auch an alle, die wo in der Nähe wohnen. Ey, Digga, das ist zu wild, Alter. Als hätten wir einfach die EM schon gewonnen, Bro. So ein Feeling ist hier gerade. Digga, wir sind so fertig. Habt ihr gerade die Leute gesehen, Bro, auf der Brücke? Willkommen bei Aral, Ihre Bestellung bitte. Auf einmal sind wir hier Mitarbeiter. Was können wir Ihnen Gutes tun? Vielen, vielen Dank an alle, die den Vlog bis jetzt angeschaut haben. Ich glaube, der Vlog war sehr gelungen. Liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Lass Liebe da. Peace out. Leute, peace. Türken wollen einfach umbringen. Einfach umbringen wollen die. Wangen lebt, Maruk. Türkei macht das Unmögliche möglich. Wir sind verrückt. Wir sind verrückt.